Hallo liebe Gadget-Magazin-Zuschauer, ich habe hier mal wieder ein neues Produkt zugeschickt bekommen, oder besser gesagt, ich habe es abgeholt auf einer Presseveranstaltung von Jabra. Das ist nämlich das Halo 2, ja ich weiß, das Halo 2 gibt es jetzt schon seit ein paar Monaten am Markt, aber das ist jetzt nun die weiße Variante und die ist nagelneu. Das Halo 1 kannte ich noch. Damit konnte man eigentlich sehr gut hören, war sehr stylisch, vor allen Dingen für die Damenwelt da draußen, denn es sieht ein bisschen aus wie ein Haarreif. Männer mit kurzen Haaren sehen vielleicht ein bisschen seltsam aus, aber nichtsdestotrotz ist es eben halt ein Headphone-Headset, womit man immer sehr gut, sag ich mal, kabellos an sein Smartphone koppeln kann. Es beinhaltet aber noch so ein paar kleine Feinheiten, zu denen ich vielleicht noch mal komme. Lassen wir uns das einfach mal aus der Nähe betrachtet mal unboxen und schauen mal rein, was da alles so drin ist. Ich habe schon halb aufgeblättert, damit es gleich ein bisschen schneller vonstatten geht. So, wie gesagt, machen wir jetzt mit dem Unboxing ein bisschen weiter aus der Nähe vom Halo 2. Es ist ja ein Headset, oder besser gesagt, naja, ein Stereo-Bluetooth-Headset, was sich sehr gut eignet, um zum Beispiel mit einem iPhone gekoppelt zu werden oder eben halt mit diversen anderen Smartphones oder mit Endgeräten, die eben halt Bluetooth unterstützen. Das hat hier, sage ich mal, auch, ja, kann ich mal sagen, hier oben angezeigt. Getting started is as easy as 1, 2, 3. Holen wir das kleine, schicke, weiße Halo 2 doch einfach mal heraus und schauen uns mal aus der Nähe an. So sieht das Headset aus. Es ist foldable, das heißt, man kann das zusammenfalten. Ja, im Gegensatz, so, klappt man das so herum. Und dann ist es auch aus. Das heißt, dieser Klickmechanismus, dieser Faltmechanismus dient auch dazu, um das Gerät einzuschalten. Und arretieren tut man das dann eben halt einfach so, zack, zack. Und dann leuchtet hier drinnen auch schon die grüne LED auf und zeigt an, es ist aktiviert. Rechts ist immer dort, wo die LED eben halt ist. Das sieht man dann, wenn man die Ohrmuschel herauszieht oder besser weiter öffnet, dann sieht man da das R an diesem kleinen Produkt. Rechts befinden sich auch die Bedienelemente vom Jabra Halo 2. Es gibt nur einen physischen Knopf, und zwar das ist der hier. Damit kann man pausieren, abspielen oder auch neu pairen mit einem anderen Bluetooth-Gerät. Die Lautstärke wird über das Sensorfeld eingestellt. Man kann natürlich auch durch Halten von Plus und Minus weiter skippen, wenn man es möchte. Also sprich in seiner Playlist weiter skippen und so weiter und so fort. Das Ganze ist innen, es ist schon ein bisschen fluselig hier, mit einem Samt überzogen und es sieht eigentlich sehr fest aus und man denkt dabei dann so, vielleicht ist der Tragekomfort doch nicht so gut, wie es man von einem anderen Headphone oder Headset gewohnt ist, aber es ist erstaunlicherweise sehr gut angepasst an, sage ich mal, normal große Köpfe. Wer ein bisschen zu großen Kopf hat, der kann sicherlich vielleicht durch die Spannung ein bisschen Druck bekommen. Bei kleineren Köpfen könnte es vielleicht auch noch ein bisschen runterrutschen, da man es von der, ja, sage ich mal, Einstellung nur die Höhe zum Ohr mehr oder weniger justieren kann. Aber trotzdem, zusammenfalten ist sehr schön. So klein kann dann ein Headphone sein und dann ist es auch ausgeschaltet. Und man kann es dann transportieren. Ja. Jabra legt noch ein paar andere Sachen noch bei. Neben einem normalen Micro-USB zu USB-Anschluss-Kabel gibt es auch noch ein Netzteil, denn es ist ja akkubetrieben und kabellos. Da muss man dann eben halt dann seinen Akku nochmal aufladen oder den Akku des Jabra Halos nochmal aufladen. Und dazu gibt es auch noch ein extra Netzteil, das ich hier herausgefischt habe, eben halt mit Micro-USB. Der Micro-USB-Anschluss, müsste ich erstmal kurz nachgucken, ja, befindet sich auch auf der rechten Seite, sprich die ganze Steuerelektronik und so weiter und so fort. Und auch der Akku ist hier auf der rechten Seite verbaut. Macht auch Sinn, bevor man dann
über diese Knickverbindung dann noch rüber auf die andere Seite, dann eben halt irgendwas liegt, macht es Sinn, das alles auf einer Seite halt zu halten, ne? Damit es eben halt kostengünstiger hergestellt werden kann. So, was legen die Jungs noch dabei? Es gibt hier noch ein, ja, Klinken-Buchsen-Adapter. Ja, Klinke auf Klinke. Und dann gibt es hier noch ein USB, Micro-USB auf Klinkenkabel. Auch sehr schön. Kann man sicherlich sehr gut gebrauchen, falls man dann doch mal die Qualität von verdrahteten Kabel genießen will. Es gibt ja immer wieder diese Diskussion, besser gesagt, die Diskussion ist, ja, sag ich mal, gerechtfertigt, dass Bluetooth-Headphones vielleicht die Qualität eines Kabel-Headphones nicht erreichen wird. Das hängt damit da zusammen, dass eben halt eine Kompressionsrate eingestellt wird und so weiter und so fort. Und damit dann sicherlich der Klang ein bisschen, sag ich mal, für sensible Ohren nicht so toll ist, aber für normale Gehörgänge, so wie es meiner und auch diversen anderen ist, würde es sicherlich vollkommen ausreichen. So, das war es zum Unboxing vom Halo 2. Meinen kleinen Eindruck werdet ihr sicherlich noch in den nächsten Tagen dann noch irgendwann mal erfahren in einem Kurzzusammenfassung vom Halo 2. Alles Weitere könnt ihr dann nochmal nachlesen bei mir im Blog auf gadgetmagazin.de.